Ich grüße dich. Schön, dass du wieder ein Video von mir ansiehst. Oder vielleicht ist es das erste. Und hier siehst du die Braunelle. Sie wird nicht hoch, also höchstens 20 cm hoch. Man verwendet sie für Halsentzündungen, hohen Blutdruck, Verdauungsschwäche oder auch bei Frauenbeschwerden. Und äußerlich auch für Wunden und Entzündungen der Haut. Und hier mal, wie sie aussieht, wenn sie größer wird. Also der Stängel ist ja richtig fest, also ein richtig fester Stiel. Da siehst du die Blüte, wenn sie abgeblüht ist. Ja, und hier die tolle Blüte, wenn sie noch in voller Pracht steht. Klein, bisschen heller Violett und dunkler Violett und auch an der Seite, also kann man sehen, die zwei Blütenblätter, dann auch hier kann noch mal eine kleine Blüte rauskommen. Hier ein Exemplar oder eine Stelle, wo wieder alles zu sehen ist. Klein, groß, junge Blüte, alte Blüte. Also ich versuche immer solches zu finden, wo man ein bisschen alle Stadien sieht. Und wenn man den Stiel auch noch genauer ansieht, hat er hier ja, so eine kleine Rille. Und ja, schon so kleine Härchen. Na, gucken wir mal, ob, ja, man sieht jetzt hier, sieht man, dass es ein bisschen durchkommt. Und jetzt putzle ich mal wieder in die Erde rein. Naja, sind meine Fingernägel auch immer so ein bisschen schwarz. Ja, da sieht man, dass diese ganze Braunelle hier an einem Stiel sozusagen wächst. Ne? Es ist ein einziger Stiel und hat diese Blüten und Stängel dann die rauskommen. Ja, die Braunelle für euch heute.